Es war ein grauer und regnerischer Tag hier im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz, an dem auf dem Platz eher weniger passierte. Aber abseits des Platzes gab sich heute der Chef die Ehre. Hans-Joachim Watzke kam in die Medienrunde und sprach unter anderem über seine ersten Eindrücke hier vom Trainingslager in der Schweiz. Der Trainer hat es momentan ja, wie die meisten Trainer, wahrscheinlich auch sehr schwer, weil es ist jetzt, glaube ich, die 17. Saisonvorbereitung, die ich miterlebe. Und eine, wo du in der vierten Woche immer noch mindestens die Hälfte der Mannschaft nicht da hast, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Von daher ist es natürlich sehr schwer. Grundsätzlich macht Marco und sein Team machen das sehr, sehr gut. Also heute Morgen das Training gesehen habe, das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Gute Ansprache, klares Konzept, aber es fehlen halt viele Spieler und die Rahmenbedingungen sind jetzt mal Ausnahme vom Regen ja auch gut und von daher, das was möglich ist, werden wir sicherlich aus diesem Trainingslager rausziehen, aber es ist eben speziell. Speziell ja auch, weil beim BVB in der Vorbereitung noch die komplette Abwehr fehlt. Dennoch sieht Watzke nicht unbedingt Bedarf, noch auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Wenn man weiß, dass der Manuel, glaube ich, morgen oder so zurückkommt. Mats ist da. Mats wird deutlich schneller wieder auf dem Platz stehen, als das vielleicht bei dem einen oder anderen bei euch in den Medien spekuliert worden ist. Da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Und Emre ist auch wieder da. Dann kommen im September dann noch zwei Innenverteidiger dazu. Und wenn wir dann nach der Länderspielpause Mitte September vier oder fünf Innenverteidiger haben und wir holen jetzt noch einen dazu, was soll er denn dann spielen? Ja, also das heißt, wenn wir wüssten, einer der etatmäßigen Innenverteidiger fällt bis Weihnachten aus, dann würde ich das auch so sehen wie Sie jetzt, Herr Krampe. Aber aktueller Stand jetzt, denke ich nicht, dass es zwingend notwendig ist. Wir diskutieren es immer wieder. Aber erstens ist ja klar, dass es gewisse Restriktionen gibt. Ich will aber auch ganz ehrlich sagen, wenn es sein müsste, würden wir was machen. Also das wäre schon möglich. Aber es muss auch immer Sinn machen. Und du musst auch dann über zwei Wochen hinaus denken. Keine Panikkäufe also beim BVB. Natürlich auch, weil der finanzielle Spielraum durch die Corona-Folgen geringer geworden ist. Natürlich haben wir immer noch eine wirtschaftliche Stärke, dass wir das eine oder andere machen könnten, auch ohne dass jetzt was reinkommt. Auf der anderen Seite ist es aber so, wir wissen aber auch gar nicht, wir befinden uns ja in so einem Dreiviertel-Blindflug auch. Und wenn man das wirtschaftlich, wenn man das macht, dann muss man auch ein bisschen Reserven bilden, muss gucken, wie entwickelt sich die Saison. Wenn wir irgendwann, wenn die Politik die Nerven verliert und dann wieder nur noch auf Inzidenzen schaut und wieder am Ende wieder dann nur mit ein paar tausend Zuschauern spielen können, dafür müssen wir zumindest jetzt auch ein paar Reserven bilden. Und wenn das dann relativ lange so weitergeht, dann werden eine ganze Menge Fußballclubs auch in richtige Schwierigkeiten kommen. Nicht das, was gerade schon der Fall ist. Also von daher hilft es auch immer ein bisschen momentan, bisschen mehr Vorsicht walten zu lassen. Vorsichtig bleibt man auch bei der eigenen Zielsetzung. Nachdem Marco Reus ja durchaus offensiv vom Meistertitel gesprochen hat, bleibt Watzke da eher bescheiden. Man will sich verbessern im Gegensatz zum Platz 3 in der vergangenen Saison. Und auf die Frage, ob die Kluft zwischen Bayern und Dortmund größer geworden ist, sagt Watzke: Ich glaube, dass die gleich geblieben ist. Weil? Sie haben mich nicht nach Begründung gefragt, sie haben mich nach dem Ergebnis gefragt und ich sage, es ist gleich geblieben. Ja, weil Bayern hat die gleichen Voraussetzungen wie wir. Die haben die gleichen Einnahmeprobleme und haben die gleichen Probleme, was alle anderen Dinge angeht. Warum sollte ich da irgendwas verrücken? Weil zum Bayern mehr Stammspieler verloren hat, als sie es vielleicht getan haben. Glaube ich noch gar nicht. Ich habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt, weil momentan die Mannschaftsaufstellung, die in der Vorbereitung spielen siehst, da kennst du eh die Hälfte nicht. Und haben die mehr verloren als wir? Ja, ich glaube schon. Ja? Wieso? Da waren Spieler wie Alaba und Boateng, die waren schon nicht ganz unwichtig, glaube ich, in der Innenverteidigung. Ja, Entschuldigung, wir haben Jaden verloren, haben Piszczek verloren. Das ist jetzt gerade, was ich jetzt aufgezählt habe, 2-2. Ein 2-2 also, was die schwerwiegenden Abgänge angeht. Watzke sieht den BVB gut aufgestellt vor dem Saisonstart. Helfen würde natürlich die Fanrückkehr. Und diesbezüglich appelliert der Aufsichtsratsboss vom BVB
an die Fans, sich impfen zu lassen. Ich bin auch kein Anhänger einer Impfpflicht für alle, für bestimmte Berufe vielleicht eher. Aber ich denke mal, eine allgemeine Impfpflicht, das ist schon noch eine individuelle Entscheidung. Aber wir als Veranstalter haben aber auch dann das Recht zu sagen, wen wir dann reinlassen. Und insofern glaube ich schon, dass es dann automatisch irgendwann dazu kommt, dass das Geimpfte da eben etwas mehr Möglichkeiten haben werden. Und wenn man heute, ich habe jetzt heute eine Zahl gelesen, dass von allen Infizierten ab 1. Februar oder wann 1,5 Millionen sich nur knapp 1% der Infizierten doppelt Geimpfte waren, dann ist das umgekehrt 99% anders. Und dann hatte man schon eine klare Sicht darauf. Also ich kann nur an alle appellieren, wer das irgendwie auch gesundheitlich hinkriegt, der sollte sich impfen lassen. Denn das ist für den Fußball ist es ganz entscheidend, dass wir irgendwann wieder ordentliche Zuschauerzahlen haben. Eine Einheit absolvierten Reus, Haaland, Malen und Co. heute Vormittag. Mo Dahoud konnte nach einer kurzen Pause wegen einer Knöchelblessur wieder das Mannschaftstraining aufnehmen. Die beiden Rückkehrer Emre Can und Mats Hummels trainierten heute nur individuell im Athletikzelt. Den Nachmittag und den Abend bekamen die Spieler heute dann frei. Morgen stehen dann noch einmal zwei Einheiten auf dem Programm. Und am Freitag testet der BVB dann in Altach in Österreich gegen den FC Bologna.